Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zum Stammtisch der AfD Leverkusen. Mein Name ist Yannick Noy, ich bin hier Vorsitzender im Kreisverband und darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Stammtisch zum Thema Infrastruktur in NRW. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Direktkandidaten Winfried Kranz zum Thema Infrastruktur in NRW. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich bin immer wieder verblüfft und wird immer voller. Wir werden uns eines Tages wirklich einen Saal anmieten müssen. Bin darüber sehr froh, wo ich in der Partei eingetreten bin. Vor einem Jahr waren wir immer so zwischen 8 und 9 und jetzt ist immer volles Haus. Sehr, sehr schön. Besondere Freude für mich ist, dass sogar andere Kreisverbände schon zum zweiten Mal kommen, von ziemlich weit weg. Dr. Uwe Freitag und die Lilo Freitag. Wir kennen uns von vielen Landeswahlversammlungen und ich freue mich. Und ich fahre natürlich auch nach Würselen. Würselen ist ja Begriff. Martin Schulz. Ich fahre auch nach Würselen. Wenn da getagt wird, auch so sehr, sehr interessante Vorträge. Also toll, bin total glücklich. Noch glücklicher bin ich auch, dass ich habe jetzt noch 15 Unterstützerunterschriften bekommen und habe jetzt insgesamt 105. Glückwunsch und recht schönen Dank für alle. Aber sicherheitshalber, wenn jemand noch nicht geschrieben hat, bitte trotzdem ausfüllen, weil ich gehe immer zum Kreisverleiter, ich bringe immer so in Portionen von 30 Stück und bis jetzt habe ich 3 wiederbekommen, weil der Adresse nicht mit dem Namen übereingestimmt hat. Ja, ist kein wissenschaftlicher Vortrag, keine PowerPoint, nichts. Lilo und der Uwe, die kennen mich ja. Habe auch auf der Landesversammlung vor 400 Leuten freigesprochen. Ich rede eigentlich gerne frei, weil man kann es immer wieder umstellen. Und eigentlich meistens die PowerPoint-Präsentationen machen, zeigen dann irgendwelche Bilder, könnt ihnen auch Schlaglöcher zeigen und die Brücke zeigen. Aber die hangeln sich meistens auch an diesen PowerPoint-Folien hoch, um ihren Text nicht zu vergessen. Dass ich meinen Text nicht vergesse, habe ich mir kleine Karten hier eingesteckt. Da geht es aber nur wegen bestimmte Daten, weil ich weiß bis heute noch nicht meine Handynummer. Also manche waren das glücklich, war 16 Jahre bei Bayer, Schichtmeister da auch, später Betriebsleiter. Und da gab es einen Schichtmeister, der war ganz stolz darauf. Wir mussten die einzelnen Ladestellen hier anfahren. Der kannte 50 Telefonnummern im Kopf. Ich habe nie damit angefangen. Dafür habe ich andere Stärken und eher andere Schwächen. Ja, Infrastruktur. Sie ist 1000 Meter lang, sie ist 40 Meter breit, sie hat 50 Jahre auf dem Buckel und das ist eigentlich das in Beton gegossene Symbol, was eigentlich mit der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen schiefläuft. Ich meine, die Leverkusener Brücke A1 ist ja schon so bekannt wie der Berliner Flughafen langsam. Wenn man da auch durchfährt, denkt man, man fährt Helmstedt durch, nur dass man seinen Pass nicht abgeben braucht. Also ist schon echt schlimm. Kurz nur zur Erklärung, Infrastruktur. Die Infrastruktur setzt sich natürlich nicht nur aus Straße und Brücken zusammen. Die Infrastruktur ist ein extrem weites Feld von, man sagt ja, ist der Unterbau eigentlich jeder Gesellschaft. Es gibt einmal die technische Infrastruktur und einmal die soziale Infrastruktur. Die technische Infrastruktur, Gasversorgung, Energieversorgung, Abfall, Wasser, Abwasser, auch ein interessanter Punkt, Abwasser, jetzt hat festgestellt, Kanäle sind auch 50, 60 Jahre alt, alles nicht richtig gemacht worden, muss alles saniert werden, interessant. Also jedes Themenfeld hat eigentlich, könnte man darüber diskutieren. In der technischen Infrastruktur ist die Verkehrsinfrastruktur und das wird insbesondere die Straße und die Schiene heute ein Thema sein, über das ich reden werde. Es gibt noch die soziale Infrastruktur, das ist die Bildung, Schulen, Fachschulen, Hochschulen, Universitäten, genauso ein riesiges Feld, über das man 2 Stunden reden könnte, auch sanierungsbedürftig. Denn gehört zur sozialen Infrastruktur auch noch die innere Sicherheit, also die Polizei, könnte man auch drüber reden.
Dann gehört noch das Gesundheitswesen. Haben wir hier einen Arzt in der Nähe, der kann da auch, also Krankenhäuser und so weiter, Altenheime gehören und alles Mögliche. Mein Hauptgebiet ist aber heute die Verkehrsinfrastruktur und da insbesondere die Straße. Jeder, der heute vielleicht ein bisschen von weiter weggekommen ist, da braucht man nicht viel zu erzählen. Sogar ich habe gebraucht ungefähr von, weil ich bin den Willy-Brandt-Ring aus Blödheit lang gefahren und habe da eine halbe Stunde gebraucht für 500 Meter. Also das ist eine einzige Katastrophe. 70 Kilometer, 2 Stunden haben wir jetzt. Wie sieht es denn eigentlich grundsätzlich mit der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen aus, straßenmäßig? Nur zu Ihrer Information, also ich habe die neuesten Zahlen jetzt da. Es müssen in Nordrhein-Westfalen 269 Straßenbrücken neu gebaut werden. Die müssen komplett erneuert werden. Also da ist nur noch auf Reparatur. Also kann es passieren, wenn die Leverkusener Brücke irgendwann mal in Ordnung ist, dazu sage ich nachher extra noch was, auch Tunnel oder Stelze. Dann kommt die nächste Baustelle, die Mülheimer Brücke und so weiter und so weiter. 13.000 Kilometer Straße sind marode. Landstraße. Das sind 50%. 50% unserer Straßen sind marode und müssen eigentlich dringend erneuert werden. Was heißt denn kaputte Straßen, Autobahnen, Stau? Von 2016 habe ich die Zahlen nicht da. Ich versuche immer Zahlen zu nehmen, die nachvollziehbar sind. Gab es 323.000 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen. 323.000 Kilometer Stau. Das ist 8-mal um die Erde. Nur in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt in ganz Deutschland sind 650 Millionen. Also man muss sich vorstellen, diese Nordrhein-Westfalen hat den größten Anteil an Staus. Was sind die Folgen davon? Erstmal sind die Folgen für die Wirtschaft gigantisch. Das kann jeder größere Firma sehen und am meisten betroffen auch die Mittelstandsbetriebe. Und jeder Bürger natürlich, der zur Arbeit fährt. Ich hatte 7 Jahre mal gearbeitet, ja, bei SBB Cargo Deutschland und musste nach Köln-Eiffeltor. Ich brauchte, wenn ich nach Hause gefahren bin, immer grundsätzlich, aber jetzt schon ein bisschen her, brauchte immer zwischen 1,5 und 2 Stunden für 26 Kilometer. Und das ist jetzt der grundsätzliche Durchschnitt, den Sie nehmen. 30 Kilometer, 2 Stunden hin. 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück sind 4 Stunden. Ich möchte gar nicht davon reden, was ja fast überhaupt kein Thema ist, die Lärmbelastung und die Belastung der Luft an Schadstoffe ist kolossal. Was Sie den Menschen hier in Nordrhein-Westfalen zumuten und am meisten die Menschen in Leverkusen zumuten, ist genauso gigantisch, ne? Also ich hatte, der Dr. Tönes, der hatte mir mal jetzt was mitgegeben, wo ein Lungenarzt da seinen Kommentar gegeben hat. Also ist wirklich alarmierend. Aber da spricht die Politik nicht von. Da ist eigentlich kein Thema, darüber wird nicht gesprochen. Wie ist es eigentlich passiert? Warum haben wir so viele Staus? Darum nannte ich das Beispiel Leverkusener Brücke. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, warum wir da gelandet sind. Der Verkehr hat seit 1980 um 600% zugenommen. 600% hat der Verkehr in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Das heißt, am Beispiel der Leverkusener Brücke, die Leverkusener Brücke war konzipiert für 40.000 PKWs und LKWs, also Fahrzeuge. Täglich. 40.000. Die Zahl hat sich gesteigert bis zum Endpunkt, bis die Brücke nachher vollkommen fertig war, bis auf 140.000. Das hieß also, bei der Leverkusener Brücke, sie haben nicht sofort die Alarmglocken geschillt, wir müssen hier unbedingt was tun. Was haben sie gemacht? Sie haben den Standstreifen als dritte Fahrspur ausgebaut. Wo alle Experten gewarnt haben, macht das nicht, dafür ist die Brücke nicht gebaut. Trotzdem, der dritte Fahrstreifen wurde ausgebaut, der Standstreifen kam weg. Und was ist passiert? Im gleichen Zeitraum wurden die Achslasten der LKWs von 8 Tonnen auf 11 Tonnen erhöht.
Kann sich jeder mal vorstellen, das kann sich jeder vorstellen, wenn ich die Achslasten erhöhe, die Brücke, den Standstreifen mache als Fahrbahn, wo fahren die LKWs? Auf der rechten Seite. Also sind die Brückenschäden immer stärker geworden, bis es denn überhaupt nicht mehr ging. Und zu den Lösungen der Leverkusener Brücke sage ich nachher zum Schluss nochmal was, weil ist natürlich auch abenteuerlich. Ne? Das ist wirklich abenteuerlich. Was sagt die Politik eigentlich dazu, dass das nicht gemacht wurde? Die Politik sagt, ja, kein Geld da. Kein Geld da. Muss man ein bisschen lachen. Thema Flüchtlinge. Jedes Jahr 30.000 Milliarden. Die Zahlen jetzt so, ich habe schon erstaunt, es wird gar nicht mehr bei allen möglichen Statistiken in Millionen gerechnet, es wird nur noch in Milliarden. Es geht nur noch um Milliarden. Also 30 Milliarden die Flüchtlinge, Tendenz steigend, möchte nur erinnern an den Nachzug, was ich schon mal beim letzten Mal gesagt habe. Beispiel Montabaur, ein Syrer, 4 Ehefrauen, 23 Kinder, die alle unter einem Asylantrag laufen. Muss man sich mal vorstellen. Warum sehen Sie, es sind ja nur dieses Jahr 160.000 oder voriges Jahr 160.000 gekommen. Aber es wird vergessen, was da dran hängt. Genauso wäre es möglich gewesen, von der Mineralölsteuer nimmt der Staat 50 Milliarden ein. Verwendet die natürlich für einen vollkommen anderen Zweck, diese Mineralölsteuer. Und dann muss man noch sagen, was wir in der EU zahlen. Wir sind ja langsam allein ja Nettozahler. Da gehen auch 1 Milliarde, also da zwischen 20 und 40 Milliarden, die wir nicht wiederkriegen. Griechenland, Ukraine, jetzt Ägypten, sind ja nur Millionen, 500 Millionen Ägypten. Denn jeder, der Ausreise möchte, bekommt 1.300 bis 1.500 Euro, wird natürlich per Flugzeug leider nur in Economy Class geflogen. Also vom Geld an Geld kann es nicht gelegen haben. Es war rein darum auch mein Spruch, wenn Brücken bröckeln, wenn Straßen marode sind, liegt es nicht am Geld, sondern an der falschen Politik. Und das hat sich auch wieder bewahrheitet. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum ist das nicht dazu gekommen, dass die Politik eingeschritten ist. Wir beschäftigen uns bei der AfD, ich bin ja auch im Landesfachausschuss und im Bundesfachausschuss, wobei jetzt gerade das Wahlprogramm fertig geworden ist. Ich durfte natürlich vorher noch nicht drüber sagen, das Wahlprogramm für die Bundestagswahl, wo ich aktiv mitgearbeitet habe. Zum Beispiel, ich habe das Thema Infrastruktur als Koordinator geleitet. Leider ist von meinen 2 Seiten, ich hatte erst vier Seiten geschrieben, meine Vorschläge. Dann hatte ich gekürzt auf 2 Seiten geschrieben, was wir alles verändern müssen. Und was ist übrig geblieben? 10 Zeilen. Also im Bundeswahlprogramm, ich habe ja hier einen Entwurf nur da, im Bundeswahlprogramm sind von die Ideen, habe ich aber nicht alleine gemacht, ich habe da zusammengearbeitet mit vielen Landesfachausschüssen in ganz Deutschland, 10 Zeilen übrig geblieben. Bauen und Wohnen war auch auch ein ganz extrem wichtiges Thema, ist persönliche Infrastruktur so. Da sind übrig geblieben auch nur 12 Zeilen oder so. Was gestärkt wurde, war der ländliche Raum. Aber ich habe mich jetzt damit abgefunden. Ich habe sogar wir haben gemeinsam bis an den Herrn Glaser, der war der Vorsitzende der, aber okay. Ich kann es auch verstehen, nicht, dass das Bundeswahlprogramm wieder so ein Manifest wird von 155 Seiten, also mussten wir alle ein bisschen kürzen. Also viele Sachen sind da nicht reingekommen, aber die reingekommen sind sehr, sehr interessant. Und die AfD hat auch da einen ganz klaren Standpunkt, zum Beispiel keine Umweltzonen. Umweltzonen haben wir überhaupt nicht gebracht. Null. Die Feinstaubbelastung, wollen Sie uns ja jetzt in Stuttgart erzählen, die Feinstaubbelastung kommt von den Diesel-PKWs. Das ist ja der größte wissenschaftliche Irrsinn, der da erzählt wird. Der Feinstaub kommt grundsätzlich von Bremsbelägen und von Reifenabrieb und von, was die Grünen machen, ihre Holzkohleöfen. Ein Holzkohleofen ist so viel wie 1.000 PKWs an Feinstaub, also Reifen und so.
Und warum da der Diesel, also wir haben da einen ganz klaren Standpunkt, wir sind auch gegen ein generelles Tempolimit, grundsätzlich auf der Autobahn, das gesagt wird nur 100 km/h, wir wollen den Verkehr flüssig halten, das ist extrem wichtig. Und wir sind natürlich dabei auch eine Stärkung der Schiene, die ja auch unter Rot-Grün und allen möglichen zu kurz gekommen ist. Ich bin ja im Grunde genommen 46 Jahre bei der Eisenbahn gewesen und habe immer gehofft, bei jeder Regierung, wo die Grünen waren, ach, jetzt wird er für die Eisenbahn getan. Aber was ist passiert? Sie ist eigentlich zurückgebaut worden. Die Gründe erkläre ich gleich. Jetzt habe ich mir gedacht, woran kann es liegen, dass nicht investiert wird? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Und wir beschäftigen uns schon seit 2 Jahren damit, auch im Bundesfachausschuss. Das hat ja einen Hintergedanken. Es wird ja extrem viel privatisiert. Und der Ziel der Bundesregierung ist, eigentlich alles zu privatisieren. Wäre natürlich eine tolle Lösung. Ich bin auch für Privatisierung, aber nur dort für Privatisierung, wo ich eine Möglichkeit habe. Also zum Beispiel Handy. Wenn ich ein Handy fand, ist super, ich kann mir aussuchen, den Anbieter, die sind runtergegangen. Aber ich bin gegen eine Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur, wo ich keine Möglichkeit habe. Ich habe keine Möglichkeit, auf der Autobahn denn zu sagen, oder wenn die Bundesstraße privatisiert ist, ja, ich fahre jetzt auf eine andere Autobahn. Ich muss das nehmen. Und die Wirkung hat sich gezeigt in anderen Ländern, dass sogar mehrere Maut, ist ja immer mit Maut verbunden. Deshalb wollen sie auch die Pkw-Maut. Weil da lässt sich natürlich richtig Geld verdienen. Weil dann kann ich sagen, für Abschnitt von A nach B, du bezahlst 20 Euro, so geht es ja in Italien, fahren Sie mal nach Sizilien, da zahlen Sie fast 100 Euro, nur an Maut, weil alle möglichen Mautstationen sind, da müssen Sie wieder 20 Euro und da wieder 20 Euro und da. Und das ist eigentlich das Ziel. Und sich das alles vom Hals zu schaffen. Und dann wird eben die gesamte Infrastruktur verkauft für 1 Euro und die, aber... Das heißt dann ÖBB, sehen Sie auch im Landeswahlprogramm, das ist auch neu rausgekommen, ganz frisch, Landeswahlprogramm. AfD ist gegen ÖBB. Was heißt ÖBB? Öffentliche Partnerschaft Infrastruktur. Ne? Also im Grunde genommen soll in einer Partnerschaft von einem Konsortium soll das geleitet werden. Wer ist denn in diesem Konsortium drin? Versicherungen, Banken. Ja, logisch. Jetzt gibt es nicht mehr Zinsen, die Versicherungen brechen ein. Jetzt suchen sich natürlich die Herren alle eine andere Einnahmequelle. Und haben jetzt gedacht, in der Infrastruktur Autobahn zu finden. Die Infrastruktur Schiene, die ist schon privatisiert worden. Hat vielleicht noch gar keiner so richtig mitbekriegt, aber schon seit 4 Jahren privatisiert. Ist nämlich DB Netz, habe ich viel mit zu tun gehabt, viel mich rumgeärgert. Privatisiert und was dabei rauskommt... Gucken Sie sich an, fahren Sie mal irgendwelche Rangierbahnhöfe ab, wie diese Rangierbahnhöfe. Es wird grundsätzlich nur noch Strecken befahren, die sich wirklich rentieren, Fernstrecken zum Beispiel. Es wird nichts mehr getan für Städte, für Gemeinden, für Kommunen, fürs Land. Es wird alles Geld nur in Fernstrecken reingesteckt und ringsherum ist alles brach. Aber wie wollen wir den Güterfernverkehr von der Straße runterkriegen auf die Schiene, wenn es keine Bahnhöfe mehr gibt, wenn es keine Überholgleise mehr gibt, wenn sie keine Trassen bekommen. Ja, geht so. Wenn Sie müssen, hatte damit viel zu tun, wenn Sie eine Trasse haben wollen für die Eisenbahn, eine Regeltrasse bezahlen Sie zwischen Kilometer zwischen 3 und 4 Euro, müssen Sie ein Vierteljahr die anmelden vorher. Also wenn Sie von, sagen wir mal, von Hamburg nach München fahren wollen, müssen Sie ein Vierteljahr eine Regeltrasse anmelden. Kurzfristige Sondertrassen sind extrem teuer und Sie bekommen natürlich meistens nicht die Sie eigentlich haben wollen. Warum? Es gibt keine Abstellmöglichkeiten, keine Ablösemöglichkeiten, es gibt nichts. Und da rede ich nur vom Fernverkehr. Also was passiert? Immer mehr LKWs auf der Autobahn. Dass da die LKW-Lobby nicht selber hinterkommt, das verstehe ich nicht. Weil 80% aller LKW im Güterfernverkehr werden von ausländischen Speditionen übernommen. 80%, muss man sich mal vorstellen. Wir sind bestrebt für unseren, also ich habe keine Lobby-Eisenbahn, wir sind bestrebt, unsere Spedition zu helfen, nämlich mit einer Idee, steht auch im Landeswahlprogramm, hatte ich auch ein bisschen mitgearbeitet,
dass wir Güterverteilzentren einrichten. Das heißt, an den Stadtgrenzen werden Güterverteilzentren und die Eisenbahn fährt bis zu diese Güterverteilzentren und die LKWs, kann 20, 30 Kilometer sein, und die LKWs verteilen dann aus diesen Güterverteilzentren zu die Betriebe und die Kunden. Und die Besonderheit, die LKW, die diese Güterverteilzentren anfahren, werden von der Maut befreit oder extrem reduziert. Gab's natürlich auch. Unseren Landesfachausschuss haben wir natürlich auch LKW-Fahrer. Aber denen alles zu erklären, ist auch nicht so einfach. Ja, Leverkusener Brücke. Wenn jemand mal möchte, ist ganz interessant, im Internet werden jetzt immer die Sitzung des Stadtrats veröffentlicht. Auf YouTube. Einfach eingeben, Leverkusen Stadtrat, war ich selber erstaunt. Die letzte war vor 14 Tagen und da hat ein Gutachter gesprochen zur Leverkusener Brücke. Boah, das kann ja nicht wahr sein, Leverkusener Brücke wird ein Gutachter. Es waren zwei Gutachten da, eine war schon eine Woche vorher, da ging es um Gefahrgut in einem Tunnel. Und wir haben eigentlich nichts gegen den Oberbürgermeister, muss ich wirklich sagen. Also der setzt sich da auch teilweise ein. Aber natürlich nicht bis zur Endkonsequenz. Warum? Weil er keine Unterstützung im Land hat. Und wer ist im Land? SPD. Was ist der Oberbürgermeister? SPD. Alles klar. Okay. Aber er versucht sich für den Bürger einzusetzen und hat auch diese Gutachten beauftragt, die auch nicht billig waren. Weil er möchte natürlich auch einen Tunnel. Aber er möchte einen anderen Tunnel, wie ich den Tunnel mir vorstelle. Und komischerweise, ich habe meine Augen nicht getraut, mein Vorschlag, den ich eigentlich schon im Kopf immer lange hatte, hatte dieser Gutachter gedacht. Nämlich, also Straßen-NRW ist im Grunde genommen die Baubehörde des Landes. 5000 Mitarbeiter, Straßen-NRW, die für die Instandhaltung und Bau zuständig sind in Nordrhein-Westfalen. Die haben natürlich gesagt, nein, das geht alles nicht und Deponie muss geöffnet werden und wir bauen jetzt eine Brücke, eine neue Brücke und die alte Brücke danach. Und das ist der letzte Plan von Straßen-NRW. Also die möchten im Grunde genommen eine Brücke, eine ganz neue Brücke daneben bauen und die alte Brücke dann Stück für Stück auch neu bauen. Ja. Und da ging es dann nur darum, die Brücke, weil es muss auch das gesamte Leverkusener Kreuz umgebaut werden. Also, boah, gewaltig, ne? Und dazu muss auch eine Anbindung sein und die Bürgerliste und auch der Bürgermeister hatte, der Oberbürgermeister gesagt, ja, dann bauen wir da einen Tunnel, aber für diesen kleinen Tunnel, soll ein kleiner Tunnel gebaut werden, der nur 900 Meter ist, kam drauf an, ob unter der Eisenbahn oder über der Eisenbahn, dieser kleine Tunnel, da müsste man auch die Deponie öffnen. Jetzt hat dieser Gutachter, ich war ja ganz platt, dass sie so einen Gutachter bestellt haben, sagte, ich verstehe euch überhaupt nicht. Das hätte doch schon längst erledigt sein können. Eigentlich ist doch das Grundgerüst der Brücke in Ordnung. Warum wird denn nicht nur der Überbau ausgetauscht, also der Oberbau ausgetauscht? Das ist vollkommen schleierhaft. Das hätte schon längst, seit 15 Jahren geht das so, das hätte schon längst passiert sein können. Ist an der Deutzer Brücke ja passiert. Noch teilweise komplizierter wie die Leverkusener Brücke. Das heißt, es wird eine Parallelbrücke gebaut, auf Behelfsstützen und so, und dann wird mit in einem Einschubverfahren das alte Teil runtergeschoben und das neue Teil einfach raufgeschoben. Ganz einfache Sache. Ist mehrfach schon gemacht worden, auch in der ganzen Welt. Überhaupt kein Problem. Keine Ahnung. Warum die Brücke, wo der warum das nicht? Naja, ist ja der erste Schritt. Das wäre der erste Schritt. Das heißt, das könnte auf drei Spuren, der Fußgängerweg und der Radfahrweg soll unter der Brücke kommen. Der soll unter, an der Seite soll der runter, das ist der Vorschlag von denen. Ist ein großes Büro gewesen. Und dann hat er natürlich den Vorschlag gemacht, einen Tunnel zu bauen, was auch ich sage, was grundsätzlich, ich bin für Tunnel wegen Lärm und Schadstoffe, von Köln-Niel bis nach Leverkusen an der A3 ran. 8,5 Kilometer, überhaupt kein Problem. Man hat, das ist 100 Seiten, man, das ging 2 Stunden, ich habe mir das nur so 10 Minuten angeguckt. Er hat genau detailliert, dass es überhaupt kein Problem ist. Er hat auch erklärt, dass es ganz einfach ist, im Grunde genommen Vorsorge zu treffen für Gefahrguttransporte, weil er wieder, keine Gefahrgut, alles Quatsch. Ich überlege, das ist Blödsinn. War ja lange in einer Schweizer Firma und bin durch ganz viele Tunnel gefahren, da fahren alle Gefahrguttransporte durch. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden.
was da so ein denkt um diesen 8 Kilometer Tunnel. Nur als Beispiel, die Japaner haben ihre ganzen Inseln, kleinen Inseln, alle verbunden mit Tunnels. Die sind teilweise 30, 40 Kilometer lang und gehen unter dem Meer durch. 70 Meter mehr. Ohne große Geräte, ohne hin und her bauen die. Die Chinesen ähnlich. Die haben jetzt einen Tunnel gebaut von 55 Kilometer Länge. Ohne große Devise. Sie haben eine Fernbahnstrecke innerhalb von 3 Jahren gebaut von 2225 Kilometer. Eine Schnellbahn. 2225 Kilometer eine Schnellbahn gebaut innerhalb von 3 Jahren. Ohne große Devise. Von Shanghai nach Komoi oder heißt es. Also überhaupt kein Problem. Und nebenbei haben sie noch 500 andere Brücken gebaut und Tunnel gebaut. Also wir haben auch Firmen, die das können. Das hat er ja auch gesagt gehabt. Er ist auch Tunnelbauer in Süddeutschland. Die Kosten für die 2 Brücken, die sie im Grunde genommen bauen wollen, belaufen sich auf 740 Millionen. Nicht bei Milliarden. Doch, hinterher. Doch nicht. 740 Millionen nur. Und diese Lösung von diesen Herren 1,2 Milliarden mit Tunnel. Also diese Verschubbrücke mit Tunnel bauen, 8,5 Kilometer bis Köln-Niel, überhaupt kein Problem. Dieser Tunnel wurde dann in 2 Röhren, der hat alles genau erklärt. Also überhaupt kein Problem, was ich schon von Anfang an gesagt habe. Und so könnten wir eigentlich, also wir hatten doch mal ganz tolle Ingenieure. Deutschland war doch mal führend im Ingenieurswesen. Mir ist es schleierhaft, dass dann sowas nicht mehr eine Reihe kriegen. Die Schweizer bauen einen Tunnel unterm Berg, der 1500 Meter hoch ist, von 57 Kilometer in Gotthardtunnel. Und wir schaffen es nicht, eine Anbindung zu machen. Zum Beispiel ist ja die Anbindung von Weil, Karlsruhe, Mannheim, um ordentlichen Schienenverkehr durchzuführen. Oder wenn ich von Ihnen bekommen habe, ist ja wieder so ein nächstes Thema, warum dauert alles so lange? In Nordrhein-Westfalen dauern Planfeststellungsverfahren, also das heißt, wenn ich was neu bauen will, 10 Jahre. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich will eine Brücke, das soll jetzt bedeutend beschleunigt werden durch die großen Probleme. Also 10 Jahre dauert das Planfeststellungsverfahren. Müsst ihr erstmal nach dem Gelbbau umziehen. 10 Jahre Planfeststellungsverfahren. Warum? Darf ich nur fragen, was meint das denn jetzt, Planfeststellungsverfahren? Ja, das erkläre ich gleich. Okay, gleich. Planfeststellungsverfahren ist, ich habe eine Idee, ich will was bauen. Eine Brücke, großes Bauwerk, muss ich das beantragen. Und das wird von 3 verschiedenen Behörden bearbeitet. Die schlimmste Behörde ist die Umweltbehörde, wo die Grünen sind. Also es dauert, also beim Planfeststellungsverfahren sind ungefähr so viele Seiten normale Bautätigkeit und so viel Umwelt. Aber gutes Beispiel jetzt, die Bahnstadt, Ausbesserungswerk ist ja in Oblanbeck. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, da kommt ja jetzt der Campus hin, also eine Fachhochschule. Hat auch länger gedauert. Warum? Es ging um die Ostkröten und die Westkröten. Kein Witz. Die Ostkröten und die Westkröten. Die Ostkröten haben so eine Lösung gefunden, da haben sie Wege gebaut und die Westkröten, oder andersrum, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube, die Ostkröten mussten auswandern. Und die Ostkröten kamen nach Schlebusch, wenn ihr auswidert. Also es ist wahnsinnig, was im Augenblick passiert, auch mit Frage, irgendwas zu bauen. Ein gutes Beispiel, was mir der Manfred hier gesagt hatte, war in Stuttgart-Ulm. Stuttgart-Ulm sollte eine Bahnstrecke erweitert werden, aber weil da ja Eidechsen langkommen, ist der Bau erstmal gestoppt worden. Diese Eidechsen wurden umgesiedelt. Das kam 86 Millionen, also die Bauverzögerung und die Umsiedlung der Eidechsen. Für jede Eidechse haben sie ausgerechnet, steht da jedenfalls, was der Doktor da geschrieben hatte, nicht du, Manfred, 8.700 Euro Eidechse. Ja. Also nur erklären, Planfeststellungsverfahren, warum dauert das in Nordrhein-Westfalen so lange? Warum dauert es so lange? Rot-Grün. Alles wird gebremst. Die Kommune versucht ja möglichst zu tun. Also der Oberbürgermeister, der Richard, ist ja ein wirklich netter, kann man ja nicht anders sagen, wirklich netter, kompetenter Mann, der sich versucht, um alles zu kümmern. Ist natürlich in der falschen Partei, aber er kann ja auch nicht alles entscheiden. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, alle Entscheidungen oder so müssen ja erst zum Regierungspräsidenten. Wer ist der Regierungspräsident von Köln? Der Kommunistin.
Ja, ist jetzt eine Frau, richtig. Ist eine Frau, das ist die Aufsichtsbehörde der Kommune. Vor 200 Jahren gegründet. Der Regierungspräsident entscheidet in letzter Instanz, ob gemacht wird oder nicht gemacht wird. Also muss erst alles, der Regierungspräsident ist die Aufsichtsbehörde des Landes. Und am schlimmsten hat jetzt die Kommune hier damals zu tun, dass natürlich, wenn der Rechenschaftsbericht kommen soll, dann warum hat er dafür Geld ausgegeben, warum da? Also ich wollte nur damals sagen, ohne die Kommune jetzt groß in Schutz zu nehmen, sie können gar nicht hier so viel machen. Sie sind eigentlich, darum müssen wir in den Landtag. Das ist einfach eine ganz einfache Sache. Wir müssen in den Landtag, um da an diese ganze Verstrickung was zu tun. Sonst haben wir da überhaupt keine Chance. Ja, Uwe? Aus dem Konzept, wenn ich Nein. Zu den Genehmigungen. Ich habe also jahrelang Baugrundstücke erschlossen. Wenn Sie sowas machen, dann brauchen Sie die Unterschrift von über 50 Institutionen. Das sind sogenannte Institutionen, die die Öffentlichkeit vertreten und öffentliche Interessen vertreten. Das sind also Vereine, BUND, alles Mögliche, niedere Wasserbehörde, hohe Wasserbehörde, mittlere Wasserbehörde, die Behörde, drei Genehmigungen müssen Sie haben, bevor Sie anfangen können, aus einem Acker Bauland zu machen. Und das ist dann das, was nach dem Planfeststellungsverfahren kommt, das läuft davor, das Planfeststellung. Und dann kommt dieses Verfahren, und wenn Sie das dann durch haben, Darum sage ich ja nur. Steht nicht ein alter Baum auf der Wiese, dann können Sie anfangen. Oder wenn Sie anfangen und Sie finden jetzt ein steinzeitliches Loch da drin, also so Anspuren von Pfahlbauten, dann kommt aus Bonn kommen dann die Denkmal. Darum empfehle ich auch jedem, gibt es im Internet dieses Landeswahlprogramm. Ich habe mal gesucht bei den anderen Parteien. War natürlich lustig, weil Infrastruktur kommt bei denen ja nicht vor so richtig, außer ein Satz, wir versuchen zu verbessern, wir werden die Infrastruktur, da müssen wir was tun und bla 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 bla. Aber nichts Konkretes, in diesem Landeswahlprogramm steht konkret drin, was getan werden kann und darum kann ich nur sagen, wenn jemand SPD, CDU, Linke oder Grüne wählt, möchte er, dass es sich verschlechtert. Wenn jemand nicht möchte, dass es sich verschlechtert, dann muss er die Alternative für Deutschland wählen. Das ist ganz einfach. Ich möchte etwas sagen. Ja. Zwar zu diesem Thema Natureinsätzen und dergleichen. Ich liebe dich, Natur, obwohl ich zu keinen der Parteien gehöre. Und hier nur allgemein gesagt, aus einem Acker Bauerschließungsland zu machen, ich bin dafür, dass die Natur mitgesehen wird. Nur so viel. Richtig. Sonst habe ich genau dasselbe wie bei den anderen Parteien, dass die Interessenten haben, die bauen und dergleichen. Aber man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben. Weil in erster Linie ist der Mensch, wenn sie sich so um die Tiere, nicht sie jetzt, wenn allgemein sie so um die Tiere, dann würde ich auch was gegen Schadstoffbelastung hier Kreuz-Leverkusen tun, dann würde ich Lärmschutzwände und so weiter, aber das sind ja nur die Bürger, die sind nicht so wichtig. Eine Eidechse und ein Frosch ist wichtiger und eine Kröte als wie der Bürger von Leverkusen. Muss man jetzt... Also noch ein Hinweis zu meiner Tätigkeit, ich habe grundsätzlich nur innerstädtische Sprachen. Da habe ich noch ein Ich bin mit dem ganz kurzen Vortrag fertig und darum Fragen. Ja, und zwar, Sie sagten, der Vorschlag Brücke und Tunnel. Ja. Muss denn da die Deponie geöffnet werden? Nein. Wo würde der Tunnel denn sein? Der Tunnel würde bis zur A3 gehen. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Um einen kleinen Tunnel zu bauen, muss die Deponie geöffnet werden. Und das, was noch viel schlimmer ist, für 4 bis 5 Jahre ist im Grunde genommen, kommt es in Leverkusen zu einem Verkehrschaos. Wenn diese große Tunnellösung angenommen wird, es braucht die Deponie nicht geöffnet werden und es kommt zu keinerlei Beschränkungen für die Bevölkerung. Und
eigentlich sollte das ein Beispiel sein für auch andere Möglichkeiten, wo, gerade wenn jetzt hier 269 Brücken marode sind, ja, dann mache ich mir doch gleich einen Plan für Tunnels. Die Autobahn gehört unter die Erde. In den Autobahnvorschriften steht ja auch, dass es nur in konfliktfreie Räume gebaut werden darf. Autobahnvorschrift. Ja, da kann ich ja nur lachen hier in Leverkusen. Das ist doch lachhaft. Für den Bürger wird doch hier in Leverkusen nichts getan in der Richtung. Oder mit der Begründung, in der Autobahnvorschrift, es darf nur in konfliktfreien Zonen gebaut werden. Aber wer muss jetzt, jeder, ich habe gerade gesagt, 323 Kilometer Stau, für die Wirtschaft gigantisch, auch für die ganzen Mittelstandsbetriebe. Es ist veröffentlicht worden, eine Studie, wo von ausgewählten 10 Handwerksbetrieben in Köln und Bonn mal der Verlust in einem Jahr ausgerechnet wurde. 265 Millionen. Nur von 10 ausgewählten Handwerksbetrieben. Von Köln und von Bonn. 265, nur was den Handwerksbetrieben an Einnahmen entgehen. Muss man sich mal vorstellen. Und der nächste Punkt ist ja, was ja auch genauso gefährlich ist. Wer siedelt sich denn hier noch an an Handwerksbetriebe? Welche mittelständischen Betriebe in diesem Chaos? Höchste Steuersatz. Höchste Steuersatz, höchsten Umweltauflagen, höchsten Energiekosten, höchsten Abfall. Leverkusen hat die höchsten Abfallgebühren in ganz Deutschland, muss man sich mal vorstellen. Die höchsten Abfallgebühren in ganz Deutschland. So, und so können wir genauso mit dem Wasser und mit dem Abwasser und so eine einzige Katastrophe. Der Dr. Freitag, ihr könnt auch so sagen, was noch die Ideen der EEG ist, Frage Stromtrassen, da schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen oder über diese Fledermaus- oder Vogelschredderanlagen, die sie jetzt sogar in Waldgebieten bauen wollen. Ich habe mir gemerkt, Uwe, was du mir mal gesagt hast, war so ein Vorteil, ein Kernkraftwerk sind 2500 Windräder. Nein, das ist falsch. Nur wenn die Volllast laufen. Ja, wenn sie, richtig, Entschuldigung. Wenn die Volllast laufen, und das ist bis heute nicht geklärt, es ist die Speichermöglichkeit ist überhaupt nicht geklärt. Es ist nicht geklärt, wo kommt der Strom her, wenn kein Wind ist. Ne? Aber jetzt sind die ersten Genehmigungsfahren durch, dass in Waldgebieten diese Vogelzerschreddungsanlagen, also Windräder, gebaut werden. Also es ist himmelschreiend. Und natürlich die Kosten der ganzen Sache, die Kosten der ganzen Sache, das tragen dann nicht die Regierung oder so. Nein, das zahlt der Bürger. Vielleicht hat jeder mal jetzt geguckt auf seine Erhöhung seiner Stromrechnung. Da fällt er ja hinten runter. Und genauso ist für die Mittelstandsbetriebe oder kleine Firmen, die überlegen sich genau, sich hier anzusiedeln bei diesem Chaos. Noch eine allgemeine Frage zur Infrastruktur. Ja. Ja. Wie sieht es mit der Binnenschifffahrt aus? Ja, Binnenschifffahrt. Bei der Binnenschifffahrt sieht das ähnlich aus. Wo liegen da die Probleme? In den Schleusen. Die Schleusen sind... Ja, ich rede ja allgemein. In den Schleusen. Und am Rhein, wo liegt es da? An der Vertiefung. Es waren schon vor 20 Jahren Anträge, um den Rhein zu vertiefen. Sind alle abgelehnt worden. Warum macht die Wirtschaft nicht mehr auf Binnenschifffahrt? Es gibt zwei Punkte. Einmal, die Wirtschaft muss sich auf Verlässlichkeit... Die braucht Verlässlichkeit, die kann die Binnenschifffahrt nicht liefern, durch Hochwasser, Niedrigwasser und so weiter. Und dann gibt es ein Riesenproblem, da sehe ich den Ein- und Umwelt, die fahren teilweise noch mit Schweröl. Ne? Und da muss ich echt sagen, darum habe ich Binnenschifffahrt extra nicht erwähnt. Also ich bin gegen Binnenschifffahrt, muss ich sagen. Weil es bis heute, also meistens ist es nicht von großen Firmen, die hätten das Geld, alles umzurüsten, meistens kleine Firmen. Und wenn Sie mal sehen, was ein Rhein-Langtuck hat, nicht Stromabwärts, sondern Stromaufwärts, was da für eine schwarzen Wolken rauskommt, ist schon gewaltig. Aber das Hauptargument der Wirtschaft ist eben diese Nichtverlässlichkeit. Noch jemand eine Frage? Ja. Der war ja 95, als der neue Landpark da so versiegelt worden ist. Ne? Ja. Gleichzeitig ist ja auch die dritte Spur da eröffnet worden, ja. Habe ich da mal gesehen. Ja. Da sagte ein Kollege so spontan, der hätte die Doofrenner mal gleich deine Schnelze reingeknallt in diese versiegelte Fläche.
hätten wir heute gar nicht mehr öffnen müssen. Ja, hätte, Fahrradkette. Ja. Ja, aber man wusste es ja damals schon. Möchte nur mal sagen, bis heute war ja selber bei Bayer tätig und ich möchte nicht sagen, was ich weiß, was da alles drin ist. Und ich weiß noch nicht, was da nicht drin ist. Ne? Also ich weiß nur von Arsen zum Beispiel, Arsen, Quecksilber, diese Deponie. Walter, du kennst die Deponie vielleicht nicht, ein großes Problem in Leverkusen. Da hat Bayer seine ganzen Sachen. Ja, Bayer war eine wie so eine Mülldeponie, aber für Schadstoffe. Da haben die alles drin gehauen. Nicht nur, 80% sind Bauschutt. Ja, Bauschutt auch, aber alles durcheinander. Und darum weiß ja heute keiner mehr genau, was da eigentlich genau drin ist. Ne? Dann gab es auch ein Gutachten, es ist, ob das jetzt relevant ist, ich habe es nur gelesen, ein Gutachten, wenn die Deponie wirklich entsorgt wird, würde das ungefähr 2 Milliarden kosten. Also und alles entsorgt werden und Arsen, Quecksilber muss ja in riesigen Verfahren wieder abgebaut werden, würde 2 Milliarden kosten. Darum auch meine Hände weg von der Deponie. Da ist wirklich Gift drin, da ist richtig, richtig, richtig böse Sachen drin. Noch jemand? Lilo. Ich kenne seit 1956 ging das um Papa los, Köln und Umgebung und nach Frankfurt. Ich habe erlebt die Verdoppelung der Rodenkirchner Brücke. Wir sind über die Leverkusener gelaufen, als die gebaut wurde. Und also wenn ich jetzt einfach zurückdenke, oh die Strecke Köln-Aachen ist auch was ganz Tolles. Die war, wir sind vor knapp 40 Jahren da nach hingezogen, die Verwandten wohnen da. Es war immer Baustelle. Jetzt haben wir das Aachener Kreuz ist Baustelle. In all den Jahren, ich habe noch erlebt, die A4, die nur bis Gummersbach ging, das war toll. Da fuhr ich morgens gegen den Verkehr, wieder zurück nach Rodenkirchen. Aber ich kann nicht sagen, dass das Problem in all den Jahren, es ist irgendwie besser geworden. Wir können doch immer scheiße in der Stadt oder in der Brücke oder sonst wo. Und wenn du jetzt sagst, die Leverkusener Brücke muss wieder her. Also auch als die da war, wie oft haben die von Berlin zurückkommen? Oh Gott, ist nicht der Verkehr inzwischen warum ist denn, also da hätten wir auch die Politik dran denken können, warum ist denn der Verkehr so extrem gestiegen? Hängt doch mit der Grenzöffnung ein bisschen zusammen. Mit der Grenzöffnung, ja, gibt es mehrere Sachen. Es gibt erstmal, mit der Grenzöffnung hängt es zusammen, Grenzöffnung Richtung Osten. Also, wen sehen wir hier meistens? Litauer, Ukrainer, meistens alles so eine aus osteuropäischen Staaten. Ja, alles Richtung zu den Nordseehäfen, also Amsterdam und Rotterdam und Seebrücke, die da fahren. Also, alles schwere LKWs. Für die scheint es sich noch zu lohnen. Ja klar, der kriegt ja kein Geld oder so wenig, dass es sich... das ist eine dann gibt es natürlich auch einen Grund, die Bevölkerung wird älter, aber bleibt mobil, muss man einfach sagen. Das ist eine tolle Sache, finde ich, ganz, ganz gut. Also es fahren viele Leute, die vorher eigentlich nie, wenn ich mir vorstelle, also mein Schwiegervater, der war so 71, aber der war dann im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage, über Autos zu fahren. Heute sehe ich schon Leute, die fahren noch mit 80, 85 Auto. Also muss man einfach sagen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür. Dann gibt es natürlich einen ganz extremen Grund auch, wie sieht es denn im öffentlichen Nahverkehr aus? Ist auch ein Thema der Infrastruktur. Wie sieht's? Ich hab das Thema mal gesagt, meine Frau hatte in Leverkusen-Mitte gearbeitet. Mit dem Auto war überhaupt kein Problem. Jetzt vielleicht auch wieder ein Problem, aber jetzt war überhaupt kein Problem. In 20 Minuten war die in Leverkusen Mitte. Versuchen Sie mal heute mit dem Zug, also ich hatte aber gehört, mit dem Bus würde das gehen, aber versuchen Sie mal, sie hatte mal versucht, mit der Bahn nach Leverkusen Mitte zu kommen. Also das war eine einzige Katastrophe. Also ja, da ist auch nichts getan worden in der Richtung, gar nichts. Einfach lukrativ den Leuten zu machen, also verzichtet auf euer Auto. Das ist alles hier in dem gesamten Nordrhein-Westfalen so kompliziert, in Berlin, man hört es ja noch ein bisschen, ich komme ja aus Berlin, ist eigentlich, da brauchen sie eigentlich überhaupt kein Auto, um von einer Stadtteil zu sein. Das ist so eine super Anbindung, muss man wirklich sagen. Ändert sich aber auch jetzt, durch Rot-Rot-Grün, habe ich gehört. Aber eine super Anbindung gewesen, das ist so in einzelnen Ringen und diese Ringe sind zum Beispiel so, dass sie dann parallel, also in Berlin brauchen sie kein Auto. Also wirklich fantastischer Nahverkehr.
bis jetzt. In der Antarktis aber auch nicht. Wie bitte? Wie bitte? In der Antarktis. Da haben wir überhaupt keine Verkehrsprobleme. Da haben wir auch keine Eidechsen. Ja, stimmt. Ja, genau. Nein, es hat viel fällt ja an. Also der öffentliche Nahverkehr ist immer schlechter geworden, weil auch angeblich überall Geld gefehlt hat. Stellte sich ja später raus, nein, wir haben ja, auf einmal haben wir irgendwie noch Geld. Aber zu diesem Zeitpunkt, aber ich kann mir das nur so denken, dass versucht wird zu privatisieren. Und habe dann ganz, ganz komisches Gefühl, darum AfD wählen. Dann bleibt es so, wie es ist. Also die Autobahn wird nicht privatisiert und die Schiene wird wieder öffentlich gemacht. Das ist im Grunde genommen ein freier Verkehr auf der Schiene. Wie siehst du, ich habe damit wirklich lange Jahre zu tun gehabt. Der Konzern DB wurde zerschlagen und wurde in einzelne, DB Energie, genau das gleiche Thema, muss privatwirtschaftlich geführt werden, DB Energie. DB Netz privatwirtschaftlich geführt. Aktiengesellschaft. Gleich, ja? Aktiengesellschaft. Ja, was will der Aktiengesellschaft? Natürlich Gewinn machen. Wie mache ich Gewinn? Ja, wenn ich natürlich alles, was sich für mich nicht lohnt, erstmal wegdrücke und überhaupt nicht mache. Also sie haben ein Riesenproblem, wenn sie heute im Güterfernverkehr irgendwas befördern wollen. Also das ist eine einzige Katastrophe. Das fängt mit der Trasse an und geht mit der Energie weiter. Und wer wurde bevorzugt? Natürlich die DB selber. Ich bin ja nicht, ich möchte nicht, dass das Eisenbahn- oder Straßenverkehr privatisiert wird. Ich könnte nur sagen, ich möchte, dass alle Lkw-Fahrer staatlicher Hand kommen. Nein. Ich möchte nur, dass die Infrastruktur muss beim Staat bleiben. Das heißt, oben auf der Infrastruktur, darum ist der Wettbewerb. Wir, die AfD, sind für freien Wettbewerb. Und der hat sich auch gut getan, der freie Wettbewerb. Das heißt also, oben kann, ich war ja bei SBB Cargo fahren, TX Logistik fahren, kann TX-Ware fahren, wenn der Preis stimmt. Nur Wettbewerb, da kann man dann was erreichen, um überhaupt eine Vorteil. Aber das Netz, das muss in staatlicher Hand bleiben. Weil wie viele Prozesse, ich war selber beteiligt an einigen Sachen, Prozesse wurden geführt, weil die Privatbahnen behindert wurden. Ja, logisch, dass ihre eigenen Leute die besten Trassen bekommen haben, zum besten Geld natürlich. Logischerweise hat sich aber jetzt wieder geändert. Aber trotzdem immer daran denken, ein privatwirtschaftlicher Betrieb will Profit machen, logisch. Das Handwerksmeister auch. Ne? Wir haben ja einige Handwerksmeister. Ja. Das wird im Moment gerade durch den Bundestag gepeitscht. Ich weiß. Die machen das Feld reif, dafür ist die Autobahn verkauft werden. Ja, ich habe da gesagt, ist schon seit 2 Jahren vorbereitet. Seit 2 Jahren wird es vorbereitet. Und dann erleben sie, so wie auf der Leverkusener Brücke, mit der Schranke dann alle 20 Kilometer. Dann kommt da eine Schranke. Denken Sie doch nur mal dran, wie heißt das jetzt, Tank und Rast. Tank und Rast war mal in Staat, gehört ja zur Autobahn, wurde privatisiert. Ich rede nicht davon, die 70 Cent, was die Toilette bezahlen müssen. Ich rede davon über die Preise, die da sind. Die sind ja der einzige Anbieter, Tank und Rast. Es gibt ein paar kleine noch, aber eigentlich Tank und Rast. Die nehmen da so hin, sie bezahlen da, also ich probiere ja da nicht, aber ich sehe ja und gucke immer dreimal, ob das wirklich sein kann, dass eine Flasche Wasser 3,50 Euro kostet, also eine kleine Flasche Wasser. Ne? Und genauso würde das passieren mit der Infrastruktur der Autobahn, würde genauso passieren. Aber sie sind alle sorgenlos. Alle sorgenlos, brauchen nicht mehr, nicht über den Staat meckern, nein, der meckert doch über den oder über den, über den. Meine. Aber wenn die Brücke bauen wollen, wie du sagst. Ja. Da frage ich mich, wann die fertig werden wollen. Weil wenn man ja sieht am Stadion, die kleine Brücke von 30 ja, Metern mit 2 Spuren, wann sind die jetzt schon über ein Jahr dran? Wie lange wollen die denn dann fertig? Ja. Wann wird der Berliner Flughafen fertig? Das ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt haben sie ja wieder einen neuen. Es wird ja halbjährlich ausgetauscht, die Verantwortlichen da, keine Ahnung. Also heute oder gestern wurde im Bundestag das Endlagersuchgesetz verabschiedet. Welches Endlager? Endlagersuchgesetz für die atomaren Abfälle. 2022 wird das letzte AKW abgeschaltet. Und dieses Gesetz sieht vor, dass ab 2050
das Lager fertig ist, besucht ist, fertig ist und dann die Abfälle eingelagert wird. Das ist, wird von uns noch ein paar werden so erleben, aber ja, die meisten nicht. Ja. So, also noch Fragen? Wenn keine Fragen mehr sind, ist, meine, ist mein Vortrag damit beendet. Achso, er wollte noch eine, Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Zum Güterverkehr. Ja. Habe ich im Kopf. Das heißt nicht, dass ich die Stellung vertrete, oder das heißt, den Herrn Schulz. Ja. Er soll doch durch Leverkusen von Rotterdam da diese riesige. Ja, die Bedouin-Linie, ja, ja. Ja. Was ich nur im Kopf habe, ist, die wird also von Leverkusen zum Teil abgelehnt, wegen des Lärms, wegen der Belastung. Ja, richtig. So. Tunnel bauen. Ja, da wollte ich dann ja, Tunnel bauen. Ich bin grundsätzlich für Tunnel bauen. Also egal. Ja, aber wo, macht man gerne Tunnel für uns? Ja. Sie müssen die AfD wählen und wenn wir in den Landtag kommen, dann können wir dafür was tun. Ja, so, bitte. Der Europaring ist ja jetzt zurzeit in Oppland oder Kübelstedt einspurig. Und da ist ja auch schon seit Jahren diese provisorischen Stützpfeiler. Ja. Das müsste man ja eigentlich einfach als Entlastungsstrecke wieder zweispurig machen, wenn er dann ausgebaut wird. Ne? Weil ja, das ist ja immer so ein Nadel über. Ne? Ja, man müsste ganz viel in Leverkusen machen. Ne? Also ist ja, ja. Schnellst in Leverkusen. Ja. Aber, ja. Aber so eine Einzeldiskussion können wir führen, wenn wir gleich Pause machen, weil ich bin jetzt hiermit fertig. Ich hoffe, Ihnen hat ein bisschen gefallen, so einen Einblick über die Infrastruktur zu bekommen.